Also mein... Es war ein Shade. Ein Shade? Hä? Das konnte man aber irgendwie gar nicht auswählen. Dann haben wir Irgendwas falsch eingetragen. War denn EMF wirklich auf 5? Es ist auf voll Anschlag gegangen. Verrückt. Ha. Oh, ich darf aussuchen. Nein, darf ich nicht. Was? Hinzufügen. Nein, erstmal kaufen. Ich müsste mal ganz kurz in meine Optionen. Ich bin sofort wieder da. Es ist ein Parabolmikrofon. Kann Schall durch Wände. Ah, okay, aber dafür muss ich Level 7 sein. Ja, lol. Was haben wir für ein Spiele-Dingens? Zahl, Code, Teil, Nummer? 1-8. Ja. 6-8. 3-8. Da ist er wieder. So, und jetzt suche ich euch einen schönen, schönen Job aus. Was hätten wir denn gerne? Tinglewood Street, das hört sich doch gut an. Ach, ist ja langweilig. Ein kleines, einetagiges Haus. Ich glaube, nachher kommt ja auch irgendwie noch so eine Highschool oder so. Das wird ja noch richtig ja, groß und, teilweise. Und das Heilem, das ist ja, rennst du, wie der Idiot, rennst du da rum, das ist riesig. Eieiei. Ja, ich habe also, was Schönes. Ich habe jetzt mal ein Kruzifix gekauft. Okay. Dass wir mal ein Kruzifix haben. Für den das ist Fall. Gut. Wir haben Räucherstäbchen, wir haben Thermometer. Ein Stativ kam jetzt gerade noch dazu. Ja, ich glaube, der Rest reicht ja, ne? Und ich kann mir endlich meine starke Taschenlampe kaufen. Hui! Wo kann ich die denn da? Ich hab den Knopf gedrückt. Das ist schön. Ganz alleine. Wahnsinn! Riesig. Ah. Also mir macht das echt viel, viel Spaß. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Also, finde einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. Lass ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Hindere den Geist, sie heimzusuchen durch ein Kruzifix. Yay, wir brauchen das Kruzifix. Margaret Williams heißt sie. Die Jute. So, also ich habe meine neu errungene Taschenlampe. Ich habe das Thermometer und ich habe das Kruzifix. Und ich glaube, ich laufe einfach Katzi hinterher und werfe der Alten das Kruzifix an den Kopf. Ja, das ist doch nicht mal was. Nicht Katzi, ne? Sondern... ich werfe das nicht dir an den Kopf, sondern die, die dich umbringen will. Oder eher. Jo, ich habe jetzt die Kamera und die Taschenlampe. Sollte reichen, ne? Warte, ich auch noch eine Taschenlampe. Du kannst ja drei Sachen mitnehmen. Dann nehme ich hier noch das. Zack. Das komische Geistergedöns da. Puh. Denn. Dann Aufi. Och, sag bloß, hat jemand von euch einen Schlüssel mitgenommen? Ja, Basti, ich hab's genau gesehen. Er hat ihn gestibitzt und geklaut. Aber ich glaube, das Spiel hat echt Potenzial. Gerade wenn man das dann irgendwie alleine oder mit nur einer anderen Person spielt. Zu viert finde ich es überhaupt nicht gruselig. Das macht eher... Nee, zu viert ist das tatsächlich echt fun. Aber wenn du da irgendwie zu zweit oder halt... Ne? Irgendwas mit Williams heißt der. Ich guck nochmal. Diebe sind Patent. Margaret Williams. Das ist schon wieder eine Lady. Margaret!
Margaret! Hallo? Ich höre dich im Spiel. So, Kinder, jetzt müsst ihr mal kurz, ich weiß gar nicht, welche Taste, ich habe eben meine Tasten verstellt, jetzt weiß ich nicht mehr. Mary? Ah, jetzt hört man dich im Spiel. Okay, gut. Dann weiß ich, welche Margaret Taste. Williams, bist du hier? Nein. Oh, Maggie. Okay, hier hinten ist die Garage. Da hat jemand seine Tasse nicht weggeräumt. Also. Drecksladen. Keine Tassen oder Sätze. Bitte was? Keine Tassen oder Sätze. Das bei dem Echtholz. Ich glaube, hier ist ein Bild von Jeff Bezos Papa. Super. Okay, hier geht's in den Keller. Ich habe gerade gedacht, was ist das? Das war das Stativ, was durch die Wand geglitscht ist. Kinder, ich will euch ja nicht beunruhigen, aber hier liegt ein Messer. What? Ja, nimm mit. Kann ich nicht, ich hab die Hände voll. Ist aber blöd. Das ist richtig. Hier ist ein Handy angegangen. Bitte was? Ich habe einen Handy-Vibrationston gehört. Ja, ich habe auch gehört. Ich habe das nicht gehört. Margaret Williams, bist du hier? Nichts erkannt. Margaret Williams, kannst du uns hören? Margaret Williams, wo bist du? Immer schön runterspülen, finde ich gut. Kann man nicht oft genug sagen. Ich glaube, ich habe sie gerade gehört. Ne, da geht's nicht weiter. Hä? Also Fingerabdrücke gibt es schon mal nicht. Bitte? Fingerabdrücke gibt es nicht. Licht ist ausgegangen. Ich habe schon mal das Stativ platziert. Okay. Ja. Oh, Licht. Hier ist doch bestimmt wieder hier unten irgendwo ein Sicherungskasten. Nee, der ist in der Garage. Ah. Oh, ich habe einen Knochen gefunden. Oh, mitnehmen. Oh, sehr gut. Warte, erst ein Foto machen. Erst Foto. Nein! Wo hast du den gefunden? Wo bist du? Hier in der Garage. Nein, erst. Aber dann kriegen wir trotzdem was, weil wir einen gefunden haben. Hier ist dreckige Wäsche. Das ist sehr gruselig. Ich suche irgendwie die Garage. Hier hinten. Wo bist du? Wo seid ihr? Ah, hi. Hier. Hallo. Margaret Williams, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ich weiß auch nicht, ob man extra deutlich reden muss oder ob das egal ist. Hat dein EMF schon mal angeschlagen, Basti? Nee, ich hab's auch eben gerade erst anmachen. Wo turnt Katzi eigentlich schon wieder rum? Bestimmt irgendwo tot. Die hat sich wahrscheinlich irgendwo versteckt, um uns gleich zu erschrecken und sitzt in irgendeinem Schrank oder so. Was ist hier das? Sie ist auch so ruhig. Ha. Hier ist auch überall nichts irgendwie warm, kalt, meine ich. Buh! Das war so klar. Margaret Williams, bist du hier? Nichts erkannt. Ich geh mal nach oben. Komm jetzt endlich raus. Ich hab dich gerade in Game so klar gehört. Als wärst du in meinem Kopf drin. Margaret Williams, gib uns ein Zeichen. Jetzt mach endlich hinne. Katzi muss zeitig essen. Wir haben uns den ganzen Abend Zeit hier.
Hallo, Margaret Williams. Warum bist du da, Hocke? Wäre cool, wenn der Name irgendwie auf dem Rücken stehen würde oder sowas, damit Leute unterscheiden könnte. Das auf jeden Fall. Warum rede ich eigentlich mit über das Ingame-Dings, wenn ich doch über Discord reden kann? Weil das über Ingame viel cooler ist. Deswegen also wollte ich das ja die ganze Zeit über Ingame machen und wir haben ja Discord genommen, weil das am Anfang nicht ging. Wir könnten ja auch wieder zu Ingame wechseln. Also. Gut, vielen Dank. Dankeschön für deinen Host und hallo, herzlich willkommen. Also wir sind im Moment bei Aktivität 0. Unsere Sanity ist quasi fast gleich, außer Basti, der hat so ein bisschen weniger. Ich habe noch keinen Raum mit unter 10 Grad gefunden. Discord Beste. Also, EMF. EMF passiert gar nichts. Margaret Williams, bist du hier? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin auch dafür, dass wir Ingame nutzen sollten. Bin ich auch dafür. Wenn das jetzt funktioniert, auf jeden Fall. Ich mute mich mal im Discord. Margaret Williams, bist du da? Margaret Williams. Ich habe das gesehen, dass du dein Mikro... Ich habe das genau gesehen, Katzi. Ja, ich habe gerade was gehört, aber du hast gerade den Lokalmodus benutzt, ne? Jetzt besser? Ja. Jetzt hört man dich übers Rad. Über die Walkie-Talkie. Margaret Williams. Boah, ich hab grad gedacht, du fällst um. Way! Maggie, wo bist du? Wir sind's, die Kleinen von dem Geisterbetrieb. Ne, im Flur ist gar nichts, da sehe ich nichts. EMF hatte ich auch nichts auf dem Tab. So. Ich glaube, Katzi ist die Einzige, die jetzt noch Discord nutzt, ne? Nein. Tut sie das? Sie hat doch von übers Radio geredet. Ja, aber jetzt ist sie im Discord die Einzige, die nicht gemutet ist. Ja, ich sehe das nämlich. Ich habe aber auch Push-to-Talk. Katzi hat alles voll im Griff, würde ich mal sagen. Ja, nicht so wie ich. In der Garage hat das Licht geflackert. Ich stell mal jetzt hier eine Küche. Ich suche ja immer noch den Raum mit unter 10 Grad. Ich laufe die ganze Zeit mit. Ich gehe mal in den Keller runter. Ich glaube, ich war noch gar nicht unten. Ich muss aber dann, wenn wir das wirklich übers. Ja, los, gehen wir in den Keller. Ich will ein Foto machen. Okay, also schon mal direkt creepy. Hier liegt eine alte Matratze. Oh Gott. Wo bist du denn? Im Keller. Im Keller. Wir sind im Keller. Ich hoffe, das bei war ein Spaß. Habt ihr die Schränke da aufgemacht? Teilweise. Guten Tag. Das ist voll freaky, wenn man das jetzt hier lokal spricht, anstatt übers Radio. Ich find's voll geil. Aber ich glaube, ich nutze gerade immer beides, weil ich nicht weiß, was was ist, ne? Ja, in Dunkeln ist gut, Radio. Ich weiß nicht, wann der Geist mich hört und wann nicht. Ich meine V für lokal, also wenn er dann, wenn du mit dem Geist redest und E mit den Teammitgliedern. Also mit.
Müsste das jetzt lokal sein, richtig? Ja. Sehr gut. Mit der B-Taste. Nee, das war V. Margaret Williams. Boah, Alter, komm jetzt endlich raus. Ich hab sie gesehen, oh mein Scheiße, an der... Oh, fuck. Oh, fuck. Wo? Da ist sie. Hallo, Kleines. Los, jetzt macht ihr eure Fotos. Ich habe ein Foto von ihr. Und es ist noch keiner tot. Ha! Doch, ja. Hemi, nimm mal dein Kreuz wieder mit. Ist das ein kleines Kind? Ja. Yep. Aber so richtig jetzt was einloggen können wir nicht, ne? EMF ist nicht ausgeschlagen, richtig? Irgendwie können wir trotzdem nichts einloggen. Fingerabdrücke gibt's auch nicht. Geisterkugeln auch nicht. Ich könnte mal das Geisterbuch auf den Tisch legen. Also ein Ziel haben wir bereits erreicht. Wahrscheinlich das Welches? Foto, ne? Müssen gar keins machen. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geisterevents. Ja, war ich dabei. Ich glaube, da waren wir alle dabei. Hinter euch flackert das Licht. Was müssen wir denn jetzt eigentlich nochmal machen? Also für die optionalen Ziele. Finde einen Raum unter 10 Grad. Wir sind alle bei 50, bis auf Lara, die ist bei 40. Warum immer ich? Ich finde den Stream voll chillig. Ihr spielt ein Horrorgame und ich suchte nebenher Genshin Impact. Ja, mega. Super. Genau so soll es sein. Einfach einen chilligen Abend haben. Ich liege im Bett und schaue zu. Ja, guck. Aber warum musste ich denn jetzt eigentlich gar kein Foto machen? Das ist doch voll doof. Ich mag Fotos. Ich glaube, für Fotos gibt es Fotospunkte. Okay. Im Journal ist es auch super. Sehr schickes Foto. Voll geil, ne? Also wenn das nicht mal in der nächsten... Was haben wir denn? In der nächsten Gala abgedruckt wird, ne? Dann weiß ich auch nicht. Direkt neben dem Wendler. Ich hab mal den Stativ das Geisterbuch hingelegt. Huh! Shit! Die Tür ist abgeschlossen, ne? Und meine Taschenlampe flackert. Da flackert das Licht im Haus. Ja, die ist gerade über uns unterwegs. Da macht gerade jemand eine kleine Rave-Party. Disco-Time! Ist das eine eurer Erstmission? Das ist dritte oder vierte? Irgendjemand stirbt gerade. Surprise! Es ist Kat. Oh nein! Wie kann das denn passieren? Ich hab das mit dem Grundefix versucht, aber ich bin kläglich gescheitert. Also das mit dem Kruzifix ist echt mies. Wenn die Lampen flackern, verstecken. Ja, wir versuchen ja das Kruzifix auf das Ding zu werfen. Oh, sie blockiert die Tür. Wieder ein bisschen Leichen flattern. Wir haben auch sonst nichts gefunden, also das EMF hat nicht ausgeschlagen. Oh, mein Alter, verdammt. Ich hab nichts gesehen. Was zur Hölle war das denn jetzt? Geisterort gibt's auch nicht. Nicht werfen, ach nee. Achso, Nerd schreibt gerade im Chat, dass das Kruzifix nicht geworfen werden soll, sondern einfach in der Hand gehalten. Super. Ha.
mich gar nicht. Hier wieder im Discord anschalten. Ich habe die Steuerung eben wieder umgestellt, weil ich gedacht habe, wir machen das über das Discord und jetzt vergesse ich ständig die Tasten zu drücken, wenn ich mit euch reden will. Alles gut. Also es ist ein kleines Kind. Richtig. Das hier den Flur lang kam. Richtig. Und mich sehr erschrocken. Wollte zu dir. Ja, Basti ist ein Held, ne? So ein richtig, richtig harter Held. Als hätte es da jemand jemals irgendwelche Zweifel dran gegeben, ne? Ich habe nie etwas anderes behauptet. Ja, wir haben ja keine Fingerabdrücke, wir haben kein Geisterorb aufs Radio, auf die Geisterbox reagiert es ja, glaube ich, auch. EMF schlägt auch nicht aus. Margaret Williams, bist du hier? Hallo Margaret, wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Haben wir das schon mit dem Geisterbuch ausprobiert? Wo ist denn das Geisterbuch? Ja, okay. Die Geisteraktivität ist auch bei Null. Wo hat Katzi denn das Buch hingelegt? Das ist eine gute Frage. Gehen wir einfach nochmal alle Zimmer durch. Irgendwo wird es ja liegen. Ich pack mal ihre Taschen. Ich kann doch nicht so weit weg sein. Margaret Williams, wo bist du? Ich habe das Buch, das liegt hier. Es ist immer super, wenn man sagt, das liegt hier und keiner weiß, wo man ist. Ja, hier, ja, wo ist denn hier? Ja, hier halt. Nicht da, wo du bist. Ja, wo seid ihr schon wieder? An der Treppe am Eingang. Ich mach es mir mal bequem, mach das. Zum Keller runter. Es lag auf dem. Mit der Rückseite nach oben, ich hab's nochmal umgedreht. Ah, dann habe ich das doch gerade richtig gesehen, aber ich konnte nichts machen. Ja, danke. Ich habe nichts gemacht. Basti, hast du die Tür zugemacht? Nee. Ich war gerade im Van. Oh, verdammte Scheiße. Ich krieg sie nicht. Wie er sich freut. Ja, schön, das dritte oder vierte Mal, dass mir da an diesem Gang auflauert. Und ich stehe immer draußen, weil ich gerade was gucken wollte und bin dann wieder rein und es ist wieder abgeschlossen. Da läuft irgendwas mit dem Kruzifix rum. Wie ich immer, es guckt immer an, wie das Kruzifix an der Ecke kauert. Wahnsinn. Wahnsinn. Margaret Williams, schreibe etwas in das Buch. Ich glaube, wir sollten viel mehr reden mit dem... Da steht schon was? Oh, da steht was drin. Oh, aber wir sollten viel mehr, glaube ich, reden. Kann das sein? Also, dass wir der Tuse was sagen. Ja, wir haben keine Fingerabdrücke, sonst nichts. Can't run, can't run. Also Geisterbuch haben wir. Ich würde sagen, sie hat sich den Fuß verstaucht, weil da steht, ich kann nicht rennen. Geisterbuch. Spirit. Oh.
By the way, auf den höheren Leveln können euch die Geister bis in den Lastwagen verfolgen und können euch... Mir wird gerade geschrieben, auf den höheren Leveln können uns die Geister bis in den Lastwagen verfolgen und können euch da auch töten. Ich will nicht weiterspielen. Also wird das doch noch gruselig. Gut zu wissen. Spirit. Also ich... Schnieke, du hast irgendwie knapp 20 Sanity. Ich habe knapp 30, Basti hat knapp 40. Ich gehe mal eben in den Lastwagen. Wo steht denn die Kamera eigentlich? Ach da. Hallo. Also, lass mich mal eben gucken. Oh, ich bin bei 18, 20. Hm, nicht so gut. Also, es könnte eine Spirit sein. Stärken keine. Kann vorübergehend gestoppt werden, indem man den Geisterraum ausräuchert. Geisterbox, Fingerabdrücke und Geisterbuch. Ein Revenant wird es nicht gewesen sein und auch kein Shade. Dafür ist es viel zu wenig aktiv. Gut, ich weiß halt nicht, ne, wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Das Kind ist halt eben irgendwie losgelaufen, als es dich gesehen hat. Aber ich weiß halt nicht, ob das sich einfach so bewegt. Ha. Also ich würde jetzt einfach auf Spirit tippen, weil das so das ist, was am wenigsten gruselig ist. Und dieses Kind, es ist halt ein Kind in einem Horrorspiel. Das ist grundsätzlich gruselig, aber das war's dann auch. Also es ist definitiv kein Shade, weil wir hatten keinen Geisterorb. Wir haben auch keinen Ausschlag. Ja. Ich habe die ganze Zeit die Temperatur gemessen. Ich habe keinen Raum gefunden, der irgendwie unter Normaltemperatur war. Ja, es wird, wie gesagt, die ersten Level. Ja, also ich bin jetzt, glaube ich, Level 2. Laras Sanity ist schwer angekratzt. Ja, ich stehe ja schon hier neben euch. Alles gut. Aber was nehmen wir denn? Also, ich wüsste jetzt echt nicht, was wir noch machen können. Weil das Vieh taucht eh nicht auf. Ein Foto haben wir. Ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Spirit. Wir haben als einzigen Beweis, dass... Geisterbuch hat sie auch nicht reagiert, ne? Genau, aber auf das Geisterbuch, das ist das Einzige. Ja, ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal mit Spirit. Auf das Katzis Opfer nicht umsonst gewesen ist. Moment, haben wir den Kram von Katzi alles eingepackt? Ich habe ihre Taschenlampe und das Schwarzlicht habe ich eingesteckt. Und das Buch kommt ja eh wieder. Ja, das ist genau. Okay. Und go! Oh, warte mal. Aktuelle Gesamtaktivität, die geht jetzt gerade wieder hoch. Bei mir ist es auf 0. Ja, bei mir auch. Oh, ich habe auf die falsche Seite geguckt. Ich habe da gedacht, da hinten, das ist das Aktuelle. Ich habe nichts gesagt. Okay, wir können los. Aber in der Hoffnung, dass Katzis Geist im Van ist manchmal... Tschüss. Tschüss, Katzi. Katzi ist schon wieder tot. Ich glaube, Katzi hat bisher... Ja gleich eine neue. Katzi hat bisher keine einzige Runde überlebt. Das ist schon traurig. Ich finde, Katzi macht das aber... Ein Revenant. Nee. Ich sag doch, das Kind ist schneller gelaufen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist gelaufen. Vielleicht auch schneller. Ich hab gesagt, ich weiß nicht, ob sich das so bewegt. Vielleicht bewegt sich das ja einfach so. Was kaufen wir denn jetzt?
Mist, ich bin noch kein Level 3. Bewegungssensor? Audiosensor? Was kann ich hier überhaupt kaufen? Ich voll Noob. Katzi, bist du noch da? Kannst du uns hören? Gib uns ein Zeichen. Vielleicht. Katzi, gib uns ein Zeichen. Lebst du noch? Na. Oh, was ist denn los? Ich kauf mal noch eine Kamera, ne? Ja. Okay, Taschenlampe hinzufügen, zack. Wir haben... Ich habe jetzt auch noch mal einen zweiten EMF-Reader mitgenommen. Einfach, damit das ein bisschen ausgeglichener wird vielleicht. Ich habe noch mal ein Knicklicht mitgenommen. Oh mein Gott, sie haben Katzi getötet. Ihr Schweine! Die Frage wäre, können wir ganz kurz eine Pipi-Pause machen? Ich müsste mal irgendwo hin. Ist das okay? Ich mach mal eben eine Pipi-Pause. Pipi-Pause!